Herzlich willkommen zum Ackerbau-Praxistipp. Die Bodenbearbeitung legt den Grundstein für die nächste Ernte und trotzdem kann man dabei vieles falsch machen. Johann Zedlmeier ist ehemaliger Leiter der Landmaschinenschule Triesdorf und Experte in Sachen schonender und wassersparender Bodenbearbeitung. Was sind die größten Fehler, die man bei der Bodenbearbeitung machen kann? Fehler kann man natürlich sehr viele machen und sehr unterschiedliche machen. Aber das Warten ist sehr oft der größte Fehler. Welche Voraussetzungen gibt es bei einer optimalen Bodenbearbeitung? Die Voraussetzung ist einfach, dass auch das Vorarbeiten der übrigen Maschinen funktioniert. So zum Beispiel das Strohverteilen auf Flächen oder auch die Spreuverteilung beim Mähdrescher oder eben andere Biomasse, dass dies keine Haufen gibt, sondern dass die Biomasse im Boden richtig gefüttert werden kann, dem Bodenleben, das wir ja in Massen dort haben. Woher weiß man, welche Bodenbearbeitung bei welchen Pflanzen und bei welchem Boden die richtige sind? Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, das Ganze zu wissen. Wir haben alle gelernt, Bodenbearbeitung mit Pflug. Wir können darüber sehr viel nachlesen. Aber wir haben nicht gelernt, den Pflug wegzulassen und hier ersatzweise andere Techniken wie Scheibenecken oder Grupper richtig einzusetzen. Dafür muss man einfach lernen und da gibt es viele Arbeitskreise, wobei praktische Landwirte einfach diese Technik auch erprobt haben, Erfahrungen gemacht haben. Mit diesen Erfahrungen leben wir auch. Natürlich auch mit wissenschaftlichen Ergebnissen und dann versuchen wir hieraus Ergebnisse zu schneidern und auch in der Praxis richtig anzuwenden. Der Pflug liefert oft stabile Erträge. Wo liegt der Vorteil beim Gruppern und welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Der Pflug hat tatsächlich immer gute Erträge. Die anderen Techniken schwanken oftmals stärker, aber sind durchaus in der Lage, gleich hohe Erträge zu bringen. Der Grund dafür ist, dass wir mit dem Pflug sehr viel Offensichtliches haben. Wir sehen genau, wie tief wir arbeiten. Es wird der feuchte Boden uns gezeigt, ob er zu feucht ist und so weiter. Beim Gruppern oder bei der Scheibenecke haben wir dies alles nicht und müssen nachgraben. Und Landwirte graben nicht gerne nach, um zu sehen, wie tief das ist, wie die Arbeit ist und so weiter. Mit Gruppe haben wir natürlich oft einmal dann weniger Wurzelraum zur Verfügung, ganz besonders, wenn es bei der Bearbeitung feucht war. Wichtig ist natürlich, dass Schare den Boden gut brechen und weniger schneiden, damit die Durchwurzelung keine Begrenzungen hat durch technische Fehler. Damit haben wir mehr Wurzelraum, haben mehr Wasserhaltevermögen und so weiter. Und deshalb sind Schare, die brechend arbeiten, in aller Regel positiver zu bewerten als solche, die schneidend arbeiten. Auf welchen Beständen ist es besser zu gruppern und wann eignet sich beispielsweise auch die Scheibenecke als Pflugersatz? Die Scheibenecke ist eine Maschine, die unter Wert geschlagen ist, sage ich immer wieder. Denn sie macht eine hervorragende Arbeit, sie bricht den Boden schön, lässt Durchwurzelung gut zu und so weiter, aber sie ist extrem schwierig in der Einstellung. Man hat oft keine ebene Oberfläche und gerade diese schweren Scheibenecken haben deshalb sehr stark an Markt verloren. Bei den Techniken, die wir sonst einsetzen für unterschiedliche Fruchtarten, da spielt es eine nicht entscheidende Rolle, welcher Gruppe, welche Scheibenecke das ist. Es ist viel wichtiger, dies zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Auf was ist bei der Arbeitstiefe zu achten? Dass wir den Wurzelraum erhalten und damit müssen wir natürlich sehen, dass Gruppe in aller Regel um 10 cm flacher gearbeitet werden wie Pflüge, weil es vom Schlepper her nicht machbar ist, weil man es falsch einschätzt und so weiter. Also nachsehen, dass man genügend gelockerten Raum auch hat, denn der Boden ist nicht überall so, dass die Pflanzen von Haus auf, von grundlegend her durchwurzeln können.
Wir sehen, bei der Bodenbearbeitung muss man auf vieles achten. Die Technik muss stimmen, muss zur Pflanze und zum Boden passen. Von allem aber muss der Zeitpunkt richtig gewählt sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre Betriebe treffen und alles Gute für die anstehenden Arbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Ackerbau-Praxistipp. Bis dahin.